Ja, Mahlzeit. Im wahrsten Sinne des Wortes ist es kurz vor 1 nachmittags. Ich wollte eigentlich heute Morgen schon früher los sein, und zwar Richtung Stein am Rhein von Radolfzell aus. Aber da kann man es noch sehen. Und da kann man es noch sehen. Es hat hier gekübelt wie aus Eimern, und das über Stunden. Jetzt ist es schön und soll trocken bleiben. Und jetzt fahre ich nach Rhein am Rhein, Rhein am Stein. Stein am Rhein sind, weiß nicht, nur 20 Kilometer oder so, und dann über die Höri zurück. Ja, schauen wir mal. Wetter soll ja dann so bleiben. Nicht mehr ganz so heiß wie gestern. Gestern bin ich einfach stumpf mal ins Freibad gegangen. Das war mir viel zu warm zum Fahrradfahren. Ja, genießt es. Bis später. Ja, dann wollen wir mal gucken. Ja, da war die Halsa-Route entlang der Straße nach Moosdorf tatsächlich gesperrt und durfte dann der ausgeschilderten Umleitung folgen, die sich jedoch als landschaftlich sehr reizvoll herausstellen würde. Scheint viel geregnet zu haben. Okay, hier links, da wollen wir mal gucken. Das scheint die Scenic Route zu sein. Jetzt also dann landschaftlich sehr schön, begleitet von Vogelgezwitscher durch das Radolfzeller Achried. Über die Radolfzeller Ach, die mit dem Fahrrad 18 Kilometer entfernten Ach im Hegau entspringt. Die Achquelle dort ist im Übrigen die wasserreichste Karstquelle Deutschlands. Das kleine Städtchen Ach mit seiner idyllischen, auf einem Hügel gelegenen Altstadt ist auch unbedingt einen Besuch wert. Ja, da kann man das schlechte Wetter noch sehen, aber es wird jetzt besser. Es war unfassbar schwül. Man kann sich so einen Kubikmeter Luft rausschneiden und mitnehmen in den Kühlschrank. Dann hat man anschließend Liter Wasser. Ja, aber hier lässt sich's gut fahren. Die Umleitung ist relativ schick. Normalerweise geht es an der Straße lang. Und hier geht es jetzt perfekt durch die Natur. Sehr schön. Weiter geht die wilde Fahrt. So, wo steht denn da jetzt Ramsen? Bankholzen, Öningen, Schienen, Bohlingen, genau, Richtung Bohlingen muss ich. So, jetzt wisst ihr, Kevel Trophy. Waren auch zu dieser Tageszeit schon klar gegeistert. Richtig schlimm wurde es dann erst auf der Rückfahrt. Anhalten zum Fotos machen oder Videokamera positionieren ging nicht unter 5 Stichen. Durch das ganze Wasser und die überfluteten Felder wird es über den Sommer bis in den Herbst hinein jetzt am und um den See vermutlich abends nicht wesentlich entspannter werden. Aber zum Glück gibt es da ja was von der Firma mit den Zwillingen, die Werbung aus dem Fernsehen. Von Bohlingen fahre ich über eine kleine Straße nördlich der Hügelkette um den 715 Meter hohen Chinaberg in Richtung Ramsen. Hier bin ich bei einer meiner ersten Liegeradtouren zum Bodensee im Frühjahr 2018 schon einmal lang gekommen. Zu diesem Zeitpunkt war das Grenzschild der Bundesrepublik noch komplett. Oh, willkommen bei den Eidgenossen. An so ziemlich allen grünen Grenzübergängen hier in der Gegend fehlen diese Schilder. Naja, die scheinen ziemlich beliebt zu sein. Entlang des parallel verlaufenden Radweges entlang der Kantonstraße 332 rolle ich jetzt hinunter zum Hochrhein und Stein am Rhein.
Den historischen Stadtkern von Stein am Rhein rechts liegen lassen, begebe ich mich sofort auf den Weg hoch zur Burg Hohenklinge. Oh Scotty, wo bleibt der Warp-Antrieb? Mit jedem Höhenmeter wird die Aussicht atemberaubender. Einfach nur schön. Obiger Stein am Rhein wohnt die Burg Hohenklinge. Sie hat sich ihr mittelalterliches Erscheinungsbild erhalten, wurde sie doch im Laufe der Jahrhunderte von kriegerischen Zerstörungen verschont. Wie vieles in dieser Region hängt auch die Entwicklung der Burg mit der Entwicklung des Klosters St. Georgen in der unterhalb liegenden Stadt Stein am Rhein zusammen. So auch die Entstehung der Burg. Die Vogtei über den Klosterbesitz übten wahrscheinlich die Herzöge von Zähringen aus, die als Gründer der ersten Burganlage im 11. oder 12. Jahrhundert betrachtet werden. Nach dem Aussterben der Zähringer übertrug Kaiser Friedrich II. Den Freiherrn von Klingen die Kastvogtei über das Kloster und die hohe Gerichtsbarkeit in diesem Gebiet als erbliches Reichslehen. Anfang 1200 hat dann der Freiherr Walter von Klingen, dort wo heute die Burg steht, einen Wohnturm errichten lassen. Um 1327 teilte sich die Familie Klingen, ab wann sich der Besitzer der Burg dann von Hohenklingen nannte. Im Jahre 1457 kauften die Bürger Steins die Burg den damaligen Besitzern ab, der Adelsfamilie der Klingenberger. Die waren damals offensichtlich im Umfeld aufstrebender Territorialstaaten und schwindender Macht- und Einkommensverluste etwas klamm und benötigten dringend Geld. Der Blick von der Burg ist, wie man sieht, herab auf die Stadt, auf den Hochrhein und im Westen bis fast nach Schaffhausen sehr beeindruckend. Stein am Rhein ist mit der alten Bausubstanz und den kunstvoll verzierten Fassaden auf jeden Fall eine Besichtigung wert. Bereits in der Spätantike gab es an dieser Stelle eine römische Grenzfestung, welche die dortige Brücke über den Rhein sichern sollte. Urkundlich erwähnt wurde Stein am Rhein erstmalig im Jahre 1267 in Zusammenhang mit dem Kloster St. Georgen, welches im Jahre 1007 durch König Heinrich II. Von Hohentwiel hierhin umgesiedelt wurde und unter anderem das Markt- und Münzrecht erhielt und welches eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Klosteranlagen der Schweiz ist. Das prächtige im Jahre 1569 errichtete Rathaus zeugt von dem damaligen städtischen Selbstbewusstsein der Bürger Steins am Rhein. Im Mittelalter blieb die Stadt, soweit ich das recherchieren konnte, weitestgehend von Zerstörungen durch kriegerische Handlungen im Schwaben- und im Dreißigjährigen Krieg verschont. Lediglich während der Franzosenzeit um 1800 wurde bei Kampfhandlungen zwischen französischen und russisch-österreichischen Truppen die mittelalterliche Rheinbrücke zerstört. Zu größeren Zerstörungen kam es erst gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Da nämlich lud eine zur 95. Bomb Group und 336. Bomb Squadron gehörende Boeing B-17 Flying Fortress ihre Bombenlast auf Stein am Rhein ab. Man hatte sich ein klein wenig verflogen. Eigentliches Ziel war Bamberg, da aber Bamberg unter einer schützenden Wolkendecke lag, flogen 8 B-17 der 336. Staffel zu ihrem Last Resort Target, dem Rangierbahnhof in Singen. Laut Mission Report haben 8 Flieger Singen bombardiert. Ja, das ist etwas unpräzise. Eine B-17 bombardierte Neuhausen bei Schaffhausen und First Lieutenant Lennox bombardierte Stein am Rhein. Er hielt es für Ebingen auf der Schwäbischen Alb, 60 Kilometer weiter nördlich. Das Wetter war gut, da seine Kollegen Singen bei guten Bedingungen bombardierten. Das große Gewässer direkt voraus haben die Herrschaften in 5000 Metern Höhe vermutlich auch nicht gesehen. Im Mission Report wundert sich der Pilot über die weißen Kreuzer auf vielen Dächern der Stadt. Zu mehr als Verwunderung hat es aber dann nicht gereicht. Bei diesem Angriff wurden in Stein am Rhein 9 Menschen getötet, 6 Häuser zerstört und der Unterturturm schwer beschädigt. Zurück zum schönen Hochrhein und dem Bodensee und meiner Radtour jetzt um die Höri. Dass in der Schweiz alles ein bisschen anders ist, das sieht man hier an dieser Apotheke. In Deutschland unmöglich, da gäbe es sofort Bürgerinitiativen, die sich damit beschäftigen würden. Jetzt geht's dann erstmal wieder bergab Richtung Stein am Rhein. Und unten an der Hauptstraße angekommen, biege ich dann links Richtung Öningen ab. Oh, links rum nach Zell. Kurz hinterm Ortsausgangsschild von Stein am Rhein verlasse ich die Straße und der Radweg führt durch Wiesen und Felder bis nach Kattenhorn. Und
Kattenhorn wird dann nochmal kurz der Kreislauf getestet. Da geht es dann mit 10%iger Steigung wieder zurück zur Straße, bevor wir dann auf dem straßenbegleitenden Radweg Richtung Wangen und weiter Richtung Hemmenhofen fahren. Und über Geiernhofen dann schließlich bis Horn. Hinter Geiernhofen verlässt dann der Radweg wieder die Straße und es geht wieder durch Wiesen und Felder Richtung Horn. Puh, meine Güte, ist das warm. Und dann auch so schön schwül dabei. Ja, ich bin jetzt in Horn an der Spitze von der Höri. Da. Und da ich heute Morgen die 1,5 Liter Wasserflasche im Hotel abstehen lassen, wird es jetzt Zeit für was Isotonisches. Der Radweg hier, der ist eigentlich relativ gut, geht zwar teilweise relativ hartnäckig rauf und runter, wo einen dann die ganzen E-Bike-Rentner grinsend überholen und man sich damit hochrotem Kopf den Berg hochquält ohne Motor auf der Liege. Aber ist entspanntes Radeln. Eigentlich immer abseits von der Straße, Radwege sind gut, keine Schlaglöcher, wo man sich drin verstecken kann. Ich habe jetzt noch irgendwie, ich glaube, 7 Kilometer bis Radolfzell. Vorher wollte ich noch irgendwo einen Berg hoch, oben auf der Höri, weil ich da einen Punkt ausgemacht habe, wo ich die Drohne legal fliegen lassen kann und noch ein paar Fotos und Videos machen möchte. Und ja, dann war es das auch schon fast wieder mit dem Kurzurlaub. Aber jetzt erstmal was Isotonisches. Schönen Blick auf den Zeller See, dann potenzielle Energie in kinetische umgewandelt und die dann bei Erreichen der Landstraße unten in Wärmeenergie verwandelt. Ja, dann ging es über Moos zurück in das Radolfzeller Achried, die gleiche Route, die ich schon morgens genommen habe. Diesmal allerdings mit wesentlich aggressiveren Mücken. Die paar Sekunden, die ich angehalten habe, um die Kamera aufzustellen, die haben mir dann mehrere Mückenstiche eingebracht. Ja, hier das Feuerwehrboot liegt normalerweise wesentlich tiefer im Wasser. Ich schätze es mal so auf 1,50 Meter weniger. Ist schon erschreckend mit dem Hochwasser. Hoffen wir mal, dass es langsam abfließt. Ja, die Tour heute 40 Kilometer rund um die Höri mit Stein am Rhein war ziemlich schön. Am Anfang war es halt relativ schwül, weil es den ganzen Vormittag hier geschüttet hat wie aus Eimern. Aber klasse, schwitzen tut man sowieso und war ja nicht auf der Flucht, bin ja entspannt geradelt. Klasse, Stein am Rhein, immer eine Reise wert. Ob man jetzt zu dieser Schloss Hohenklingen da hochradeln muss, sei jedem selbst überlassen. Ich habe es bis zur Hälfte geschafft, dann hatte ich keine Lust mehr.
Und Radwege sind klasse, entweder auf der Straße, auf kleinen Straßen oder straßenbegleitend oder halt abseits der Straße entlang des Sees. Super. Hier auf der Südostseite, wenn man auf die Schweizer Seite rüber gucken kann, da ist es dann doch teilweise hügeliger, als man denkt. Da habe ich dann doch auf dem kleinsten Blatt vorne und auf dem größten Ritzel hinten mit 7 km/h und einem hochroten Kopf mich dann doch hochgequält und bin dann von den E-Bike-Rentnern mit 15 locker schwatzend überholt worden. Ja, die fahren ja auch alle Reifen, die brauchen ja keine Klingeln, die hört man ja schon 20 Meter vorher, wenn die hinter einem auftauchen. Abrollgeräusch, aber gut, wenn man einen Motor hat, dann ist es ja egal. Lassen wir das. Schön war's. Morgen geht's wieder nach Hause, dann geht das Abenteuer Bahnfahren und Liegefahrrad weiter in die zweite Runde. Wenn euch das gefallen hat, dürft ihr gerne ein Abo da lassen. Schreibt eure Meinung, eure Anmerkungen in die Kommentare. Da packe ich übrigens auch in die Videobeschreibung dann die Route rein, die ich hier geplant habe. Und ansonsten, ja, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, über Thumbs up und wie gesagt, lasst Anmerkungen in den Kommentaren da. Ich wünsche euch was, bleibt gesund, bis die Tage. Tschüss.